Guten Morgen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Ich gehe jetzt los auf den Megamarsch. Wir haben heute Samstag. Vor einer Woche war ich unterwegs am Möhnesee. Ja, auf geht's. Unterwegs bin ich im Warstein. Richtung Möhnesee und wieder zurück. Ab durch den Wald. So, die ersten Einblicke. Die Tour habe ich nicht selber geplant, sondern von einer Wanderfreundin. Bin gespannt. Erst kleiner Anstieg. Mein Bruder sagt, um 11 Uhr gibt es Gewitter. Ich hoffe nicht. Und doch habe ich halt nicht gehabt. Der Ausblick scheint schon mal schön. Aktuelle Geschwindigkeit bei 12:30. Geht aber bald hoch. Aber schon 2 Kilometer. In 29 Minuten. Eine Bachstelze. Bergbau. Schöne kleine Hütte. Keine Ahnung. Waldleerfahrt. Ich hoffe, man sieht ihn.
kalt. Okay, gut, da geht's nicht her. Unterschiedliche Fußlinge. Da wäre normalerweise meine Rücke gewesen. Kalt. Kalt. Ja, lass mich erst mal drüben sein. So, da bin ich durch. Füße wieder trocken gelegt. Und Schuhe wieder angezogen. Weiter geht's. Nee, da ist er heute nicht. Thank you.
Der Himmel zieht sich zu. Mir geht's soweit gut. Am Schwitzen, am Ölen. Mittlerweile bei 9 Kilometern. Und ich glaube, ich hätte meine Regenjacke doch mitgenommen nehmen sollen. Naja. Ziemlich große Ameisenstraße. Ja, groß nicht, aber große Ameisen. Meine 10 Kilometer, ersten 10 Kilometer habe ich. Bin jetzt genau bei 11 Kilometer, 2 Stunden 29. Oh, schön. Schön. Cool. Geil.
12 Kilometer. Bin auf den Wanderwegen A1, A10, A11 und so, ne, Waldroute. Minimaler Schauer ist mir angekommen. Luft. Gut. Kilometer 6,4. So weit geht's mir ganz gut. Mein rechter Fußball fühlt sich ein bisschen heiß an. Das heißt, da werde ich wohl wieder was bekommen. Mein wilder Auge ist relativ ruhig. Hier noch 35.
sind wir schon mal 300 Meter weiter. Definitiv ein toter Wald. Von's Tote ins Lebende. Ich hoffe nicht, dass es hier kann sein. Klein weiß. Ich bin laut Bekomut bei 27 Kilometer. Meine Uhr sagt 24. Was jetzt genauer ist, keine Ahnung. Ob es am GPS liegt oder dadurch, dass ich halt die Uhr teilweise auch auf Pause stehen habe. Ja. Gehen Pause mal ausgemacht. Gucken, was passiert. Gemeine Möhne sehen. Ich bin jetzt im Neuhaus. Mittlerweile bin ich beim Möhnesee. Bin jetzt bei 34 Kilometer. Die Möhne. Mittlerweile bei 35 Kilometer. Den letzten 15. So, bei Kilometer 35 eine Pause gemacht. Erstmal Sandalen angezogen. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Jetzt geht's erstmal weiter.
lebe noch. Ich habe jetzt noch 4 Kilometer bis zum Auto. Aktuell wird jeder Schritt einfach nur schwer. Und mir wird kalt. Ganz doch kalt. Aber es ist schön viel Waldweg. So, die letzten 1,5 Kilometer. Die letzten 100 Meter zum Auto. Dann habe ich 51 Kilometer. Mit vielen Höhen und Tiefen. Da steht der Gute, hat auf mich gewartet. Das ist übrigens auch der Wohnmobilstellplatz von mir. Baustein. Zumindest darf man hier legal stehen. 20 Uhr bin ich ja mal mit dem Auto angekommen. Alleine komme ich aber nicht auf die Geschwindigkeit. Ich freue mich gleich auf mein Bett.